Nintendo! Ja, Zwitscher, Zwitscher, die Vögel belauschen uns. So, jetzt müsste es theoretisch... Ich hab ein Déjà-vu. Verdammt! Ach, egal. Hallo, das Leute. Hallo, Leute, ich bin Sianos und D5-7. Und Cola 3-4-1 und das ist ein Koop-Projekt. Man kann es nicht Koop bezeichnen, er zockt und ich bin hier Co-Moderator. Das ist die Revanche für Castlevania Dawn of Sorrows. Wieso, aber wieso fängst du da an? Ach, ja. Das ist das Intro. Das ist Kirby 64 The Crystal Shards. Ach ja, ach ja. Wir sind vier echte Leute. Sie bedrohen uns. Verdammt. Schlimmer als in Penumbra. Ach, mein Number. Hör mal ganz schnell. Während ihr das Intro genießt, kann ich mal kurz was erzählen. Eigentlich wollte ich ja Pokémon Stadium machen für die N64. Hm. Doch, ich habe gemerkt, es ist mehr ein Spiel, was man allein spielen sollte. Wir können das einfach nicht so zocken. Nein, nein, und das klappt nicht. Irgendwie ist mein Mikrofon lauter als deins. Merkst du das? Oh nein, also. Das ist Dark Matter. Nee, wir reden einfach nur lauter. Das ist es gerade jetzt. Ich glaube, wir haben einfach mehr die Freiheit lauter drin. Ja. Ich habe zwar ein Headset, aber ich habe noch etwas Probleme damit. Also, sorry, Leute. Ne? Scheiße, da war Popstar. Da war Popstar, genau. Da kommt das Intro jetzt auch nochmal. Nee, das kommt nur am Anfang. Ach, verdammt. Er ging auf Start und muss es resetten. Eine Live-Resettung. Toll, oder, Leute? Toll. Ist das nicht geil, gleich hier? Sowas passiert. Das war nur schon mal mein... Sowas passiert auch nur uns. Das war nur schon mal mein Spielstand und so konnte ich euch nur schon mal das Intro zeigen. So. Do you know how to use Kirby Copy Ability? Also... Ist mir wurscht. Aber no. Wisst ihr, wie ihr copy? Ich will das Intro nur zeigen, das ist so fluffig. Guckt euch Kirby an, wie fluffig er ist. Exhale. Also einatmen, ausatmen. Ja, einatmen, ausatmen. Wie sie Bock haben. Einatmen. Schlucken. Schlucken oder auch Fähigkeit annehmen können. Jetzt nehmen wir Englisch. Wenn Kirby's Wolo ist ein Enemy with a special power, dann bekommt er deren Fähigkeit. Das kennen wir doch schon aus anderen Spielen. Das alte Kirby-Prinzip kommt jetzt mit Power. Wenn er sie runterschluckt. Wenn nicht, dann... Oh Gott. Das erinnert mich übrigens an Kirby und der magische Pinsel oder wie es heißt. Magische Garn? Nein. Zauberpinsel. Ach, nee, egal. Ist für die erste Umgehung. Wo Kirby nur so ein Ball ist. Ja, doch. Er ist balliger als sonst in dem Game. Aber ich finde irgendwie, das schluffigste Kirby-Game, was ich kenne. Jetzt, oh Gott! Jetzt. Warte mal, halt mal schon. Noch ein Nerv. Klick einfach nochmal drauf, weil wenn du es davor machst, ist es... Ja. Jetzt Power-Combo, also das... Er hat... Try all the different combinations. Er kennt und kann auch euch nochmal so deutsch erklären, wenn das selbst... Macht sich. Ihr kennt also ich glaube. Ich bin ja blind, außer ein Boss, den er mir mal gezeigt hat, der ist auch fluffig. Ja, ja. Ich habe nur die erste Welt schon mal gespielt. Das sind nur 4 Level. Oh, diese Fähigkeit ist geil, wenn es die ist, ich denke. Das ist die Ding. Ach, da kann man. Nein, das ist gar nicht die, ich denke. Nee, aber da gibt es so eine Golbes-Fähigkeit, könnte man sagen. Ja? Das sind ja, da kann man so, so, ja, ist klar. Nothing. Ah, jetzt. Oh, das ist ein bisschen lauter, genau. Oh, guckt euch Kirby an, wie fluffig er ist. Gott, ist der fluffig. Die Sequenzen sind immer so, das ist so geil. Sind immer so fluffig und so... Geil. Ich werde es am Morgen auf jeden Fall zum Hochladen. Yeah, ich habe ihn nicht geschafft. Oh, Splitter. Stern. Wow. Ich bin lustig. Fusion. Yeah, ja, wir sind Dragon Ball. Kirby ist fluffig. Oh, Kirby. Weil man ist Dragon Ball. Ah, da oben ist anscheinend ihr Stern. Aha, der Stern ist ihr Stern. Oh. Ein Stern, der deinen Namen... Ach, genau, gut. Popstar. Da, hier wie in so einem Malbuch. Ich find's zu geil, echt. Das sieht, da, kann ich mal zeigen? Das sieht aus wie ein Japan. Ja, ja, gut, jetzt raus mit der Maus. Ich weiß. Ja. So, er läuft jetzt. Aber du geht. Genau, hier lang. Wieso hat es Stern! Ne, ich hab nur die erste. Keine Ahnung. Es sind einfach wie bei Mario die Münzen. Unnötig, aber da. Was bringt mich denn? Keine Ahnung. Achso, ja, man kann auch fliegen wie sonst auch immer mit Doppel A. Okay, der klar. Hat keine Fähigkeit, komm ich recht. Ja, der hat aber eine Fähigkeit. Der hat eine richtige Fähigkeit. Ja, voll. Aber nein, das ist Feuerball, ja. Ach, genau. Moment, das zeig ich mal ganz schnell. Okay. Komm her. Nein, ich will ihn nur einsorgen, weil ich will mal zeigen, Kirby, was hier sein Gesicht in dieser Boomerang-Version. Das war das Gesicht, Kirby. Kirby, yeah.
Ich ignoriere euch mal ganz gekonnt. Oh Gott! Und rennst irgendwo gegen? Ey, du sollst ab und nein! Nein! Oh, die Musik ist auch geil. Ja! Nein! Und schon tötest du dich. Moment. Warte mal, was ist denn die Zahl da unten? Sorry Leute, ich muss mich kurz mal wieder einspielen. Was ist die Zahl da unten? Das sind die Leben. Ach so. Kann ich mir eigentlich denken, aber... Ich bin so dumm und mach das. Oh Gott! Echt das? Eigentlich Garland! Nee, Cloud eigentlich. Na gut, doch, der schleift das. Garland irgendwie. Also wir reden hier gerade von City of Fight. Ist Final Fantasy generell so, also... Garland. Oh. Also fällt immer noch? Ja, natürlich. Ja. Er kotzt das Schwert ach, aus. Genau, der erste Boss ist ja auch gar nicht schlecht, ja. Also es gibt in jedem Level einen Boss. Das kennt er. Du hast das Vieh hinter dir gekillt. Jedenfalls, ja. Oh. Du schwätzt doch aus wie Garland. Ja. Ein Splitter. Alter! One Splitter again. Ein Splitter, der deinen Namen spricht. Irgendwie bin ich gerade richtig gut drauf. Ja, mein Number macht einen so viel Laune. Ja, ja. Achso, ja, das ist so eine Art kleinen. Erster Boss! Ah! Mini-Boss würde ich sagen. Na, die ersten Mini-Boss verlaufen alle so. Wow, ist schon so. Yeah! Yeah, Garland ist geil. Was wissen wir jetzt? Garland ist geil. Ach, Moment, ich möchte euch mal ein paar Fähigkeiten zeigen, wo ich doch schon mal dabei bin. So. Nein! Nee, ich möchte schon mal ein paar Fähigkeiten zeigen. Ja, viele. Ich probiere mal alle Combinations hinzukriegen. Und beziehungsweise da, nein, der Fuck ist echt nicht da. Wir raus und wieder rein. Da ist auch noch so. Bam! Look. B. Fuck! Kirby kriegt eine neue Frisur. Hier, stirb. Stirb an meiner neuen Frisur, Junge. Wow! Der macht mir gerade ein bisschen Angst jetzt. Oh, geil! Roll! Er ist ja so stachelig. Hat der gerade Pizza gehabt? Irgendwie schon. Irgendwie ist es viel fluffiger als ich dachte. Wow, das war eigentlich gar nicht mal so. Du hast ihn nicht berührt. Ich hasse die Dinger. Ich hasse diese Dinger wie die Pest. Na, hier sind sie noch. Hier sind sie sogar noch schlimmer als normal. Nicht weil sie die Bomben werden, weil sie schwere Gegner sind, einfach weil sie dumm sind. Die Fähigkeit ist auch irgendwie kacke. Ich kann mit der Fähigkeit nicht arbeiten. Ja, ich auch nicht. Das ich kann mit dem halt nicht arbeiten. No. Das ist einfach nur ein Protest, weil mein Wasser zu langsam ist. So, so ich dachte, man macht einfach nur Puff. Da ist das so. So. Auf Blick den Himmel wird abgeschossen und dann stirbt Mario wenn schon da. Ja, mach. Hier, die letzte noch Zelda hat ja auch das Mario passiert. So, nächste Cutscene. Ach, war das nicht die Cutscene? Ja, die ja, Cutscene. Ja. Ein paar Cutscenes hat er mir schon gezeigt, also kenne ich schon ein bisschen was. Ich oh bin hier. Hör ich da aus? Ich bin dort. Oh mein Gott, ich hab einen Splitter, wie geil. Oh mein Gott! Nein! Luft. Oh, Gabi ist so fluffig! Sieht alles so fluffig aus. Wer sich schon immer gefragt hat, wie diese Typis entstanden sind, jetzt wisst ihr. Waddledoos! Alter! Die sind hier sind doch Waddledoos. Ja, das waren Waddledoos. Nein, das waren das jetzt Flutig. Also. Die sind Waddledoos und die geben dir die Fähigkeit Beam. Oh, er weint. Ich stech dich ab. Ich stech dich ab. Ja, es gibt Waddledoos und. Oh, er ist weg. Und er hat mich. Als ich das allein gespielt habe, hat er mich eigentlich ganz gut. Oh, stimmt. Das ist ja auch noch eine Katze. Ja, normal heißen hier Waddle Dees und das waren Waddle Do. Oh, ist das fluffig? Jetzt folgt er denen genau. Die schließen sich nämlich dir an. Das ist so fluffig. Oh, und jetzt pass auf. Das hast du auch noch nicht gesehen. Oh Gott, ist das? Was? Om nom nom. Verdammt. Nein. Kirby. Was musst du machen? Essen holen. Ist das nicht klar, ich muss essen. Hast du schon wieder drüben einen Splitter übersehen? Nee, ich weiß nicht, ich finde ihn nicht. Ich finde in jedem Level einen Splitter nicht, außer bei dem nur Boss-Level da. Das ist möglich. Ja, ne? Oh, hier kommt ja er. Ach nee, kommt er hier? Ja, nein, nicht der Baum. Das ist der Baum, wenn ihr wisst. Der Baum, der so berühmt in wurde berühmt durch Kirby gewonnen, Alter. Ja, der Baum, den es in jedem Kirby-Spiel gibt. Echt, in jedem? Warte mal, genau hier kann ich mir glaube ich die Fähigkeit holen. Da, den brauche ich dafür. Ach genau, das wird dir auch nochmal zeigen. Warte, oh. Verdammt. Ich bin Angst. Verdammt, warte mal. Alter. Kirby. Kirby ist geil.
Ich will mir diese Mega-Fähigkeit davon holen, da ist Kirby das gleiche nur übelst groß. Ich weiß gerade nur nicht, wie man es hinkriegt. Oh, wieso tue ich das? Du rennst irgendwo gegen. Irgendwie bin ich ja gerade gekränkt gesehen, was soll das sein? Ich hab eine Bombe. Mega-Bombe! Ich schenk dir was. Ah! Das darf nicht Kirby. Woran sieht man eigentlich, dass Kirby abkrepelt? Und da meldet sich schon wieder was. Warte mal schnell. Ja, ja. Moment. Okay. Weiter geht's. Ja, hier. Ja, sorry Leute, gerade fürs Abkacken. Ich habe hier gerade kurz abgepackt. Was? Woran sieht denn das Kirby abkrepelt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich werde mal ein bisschen aufpassen. Vielleicht finde ich da raus. Hey Leute, ich habe eine Bombe mehr. Ich habe eine Bombe mehr. Max, ich wollte die einsaugen. Du machst keinen Hinweis. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was diese Anzeige da unten sein wird. Ah, vielleicht ist es der Fortschritt des... Nein! Der, ist das vielleicht der Weg? Der welchen Fortschritt? Achte mal drauf. Komm schon. Und super gestylt gehe ich durch die Welt. Kann der Weltenfortschritt sein? Und das... Weil man kann ja... Das sind vielleicht verschiedene Welten sind. Dass der Fortschritt von aller Welt ist. Dass man eventuell Fortschritt ist. Ich bin mir nicht sicher, oder man so nah an einem... am Endboss ist. Ich weiß es nicht. Also ich rate jetzt nur, ja. Alter! Das haben sie doch immer, oder? Ich, man kann doch nach da schleudern. Ich weiß gerade noch nicht, wie es geht. Bin ich jetzt schneller? Ja, mit dem kannst du dich irgendwie durchführen. Nee, ich hab von dem keine Fähigkeit. Nee. Du musst alles von dem Lebensfähigkeit. Ja, ich weiß. Da sind wir wirklich mal auf. In den Tierplan, weil. Ja. Hochrennen! Und die hier vorne ab. Die kommen nie wieder. They will return to the void. Ach, genau, hier haben wir das. Sie returnen to the void. Verdammt. Ich muss mir diese Fähigkeit holen, die ist übelst praktisch. Überall gehen. Ich, ich will doch nur diese geile Ex-Gold-Geschwindigkeit. Wie wirft man die nochmal? Alter! Wer geht da? Du bist jetzt so dumm. Ich sehe immer nichts, was auf die Leben hinweist. Asoziale Dinge. Upsala. Jetzt machen wir nicht so was wie. Ich töte mich jetzt. Nee, warte, wollte ich doch nicht fertig. Soll ich auch mal sehen. Die Fähigkeit ist geil, oder war sie hier? Doch wurscht, ich krieg sie eh nicht. Tada! Weiß auf die Leben hin. Da. So ja, Leute, das war der. Das war jetzt der erste Part von Kirby 64. Warte doch mal. Abspacken. Warte mal. Nein! Oh! Ey, Alter! Das können wir im nächsten Part gucken. Alter, wir das haben. Das können wir im nächsten Part gucken. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Gut, können wir doch mal hier ein bisschen. Ja, ich hab angehalten. Ich hab so. Den Screen nach vorne. Meinst du das hier? Ja, da ist. Der Typ ist aufgetaucht, als du abgekribbelt bist. Gut, dann wissen wir jetzt, wo die Leben sind. Na dann, schau mal. Das sind, glaube ich. Ich versteh's nicht. Kirby ist zu hoch für mich. Fertig, das war der erste Part. Ja, ich spack hier gerade. Das erklären sie gerade nicht, also das ist ein bisschen. Naja, ich spack hier gerade ab und das war der erste Part von Kirby 64. Ciao, Leute. Na, auf Wiedersehen.